letzter Akt für heute Abend mit Kingsfield 4. Und mal gucken, wie weit wir im Dungeon noch kommen. Ah, ich wollte gucken, was für ein Item wir gerade gefunden haben. Dazu müssen wir natürlich ins Ausrüstungsmenü wechseln. Ich glaube, es war was für die Hände. Es sah erst so aus wie so Armschienen. Panzerhandschuhe. Heilige Handschuhe. Also wenn ich die Wahl zwischen Panzer- und heiligen Handschuhen hätten, die noch Lichtbonus draufkriegen, in Stich nicht ganz so gut sind, aber in allen anderen Parametern überlegen, dann würde ich sagen, nehmen wir die mal. Also sieht so einfach gut aus. Das klingt auch gut. Das sieht irgendwie wieder nach Gift aus. Ah! Schnell heilen. Soll ich mal hier reingehen? Ich meine, es sieht nicht so ganz nach Gift aus. Eher wie so ein bisschen nach so einem Putzmittel, ne? Ah, okay, ich bin ein bisschen langsamer. Was ist das? Stand aus Tautropfen. Leute, Leute. Was auch immer diese Übersetzung mir sagen will. Stand aus Tautropfen. Als ob da jemand einen Flohmarktstand aufgebaut hat, an dem Tautropfen verkauft werden. So klingt das. Okay, in dem Wasser bin ich langsamer. Noch langsamer. Was mir einen natürlichen Nachteil gegenüber diesen Feinden. Schön, wenn ich diese Höhlen irgendwie versiegeln könnte, ne? Erdrutsch und dann kommen da keine mehr nach. Da hinten ist doch schon der nächste Stand. Kompletter Wochenmarkt hier. Aber die Reflexionen sind in Ordnung. Also für PlayStation 2 Verhältnisse. Deswegen mussten wir wahrscheinlich auch das langsamer machen, damit die Grafik nicht ins Zuckeln kommt vom Aufbau. Sehr gut. Nee, auf dem Stand ist was ich mitnehmen kann. Oh, jetzt werde ich mal probieren, ob meine neue Waffe hier vielleicht, die ja stärker ist und Windenergie hat, vielleicht sind die ja, weil die ja im windstillen Erdinneren hausen, quasi unglaublich empfindlich gegen, nicht gegen Feuer, wie man vielleicht denken könnte, sondern gegen Wind. Und dann brauche ich nicht mehr im Idealfall 4 Schläge, wenn ich mit dieser Waffe perfekt zuhaue. Das probiere ich jetzt mal direkt aus. Sehr gut. Winddolch, das war's. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah! Und das ist einfach noch tödlicher. Zwei.
Oh, der Held, der kommt. Also, Folgendes habe ich gerade festgestellt, meine Lieben. Schaut mal um auf die. Das geht viel schneller. Also, meine Agilitätsleiste. Oh. Regeneriert sich tausendmal schneller. Also, tausendmal ist übertrieben, aber ich neige ja zur Übertreibung. Als bei dem langen Doppeldegen. Außerdem brauche ich bei guter Führung auch nur 3 Hiebe. Also all das, was ich mir gewünscht habe, ist wahr geworden. Gut. So, und was ist jetzt hier Schönes aufgespießt? Ich wusste es doch. Was ist das? Ein Buttplug in Gelb. Nein, es ist vielmehr ein Tautropfen. Ah, die Blimps ernähren sich davon. Guck mal, da kann ich jetzt sogar hier fast Button-Smashing machen. Das gefällt mir gut, wenn Waffen eben neben so Parameter unterschieden. Reicht das denn jetzt ein Blimps? Ich gehe jetzt mal zurück aus der Höhle. Das wäre ja toll. Ein Tautropfen für die Blimps. Und dann wären wir ja quasi hier kurz vor knapp vielleicht noch Zeuge einer spektakulären Sequenz. Oder Madame sagt mir, nein, ein Blimps reicht nicht. Wir brauchen natürlich 3. Ah ja, das geht ja viel besser jetzt. Sehr gut. Guck mal, wie wichtig, das ist gut getimt. Ja, fast. Ein bisschen früher schlagen müssen. Also From Software denkt an den Spieler, das gefällt mir sehr gut. Hier rechts war, glaube ich, der Ausgang. Zumindest wenn sich meine Uhrzeigersinn-Taktik bewährt hat, was sie soeben getan hat. Und dann schaue ich mal, ob Madame jetzt sich freut und hier keine mehr rumspuken. Nee. Ach, das ist ja herrlich. Geh erstmal zu ihr, nicht, dass sie den direkt bei ihm einsetzen muss. Hast du wirklich einen Blimps? Vielleicht fragt sie mich auch mal was. Ein. Okay. Okay. Bin ich mal gespannt. Oh ja, oh ja. Oh, der Blimps bewegt sich. Ich habe den Blimps geholfen. Was macht der Blimps? Er blimpst mir die Tür auf. Ausgezeichnet. Sag mal, kann es fast schöner sein? Wir haben es kurz vor Feierabend hier in unserem neuesten Kingsfield-Teil und wir haben ein richtig großes Erfolgserlebnis hier zum Schluss noch. Wir haben dem Blimps den Tautropfen gegeben, als es versperrt er die Tür oder was. Danke, lieber Blimps. Jetzt ist aber wieder immobil. Also der Tautropfen hat gerade gereicht, ihm die eine Tür zu öffnen. Und was haben wir hier? So ein Bogen? Oder ist es eine Geheimtür? Hier geht es erneut ins Tiefe des Kerkers. Und auch das werden wir jetzt nicht mehr machen. Das gefällt mir sehr gut. Also, wir haben einiges vorbereitet jetzt in dieser Sendung. Das bedeutet, hier sind wir hergekommen, ursprünglich. Wir haben Madame Tautropfen gegeben, damit der Blimps hinter mir wieder zum Leben erweckt wird. Was im Umkehrschluss bedeutet, hier kommen wir noch nicht weiter, weil hier ist so ein Teleportationsraum. Und hier könnten wir jetzt irgendwie weiter. Aber was uns ja noch fehlt, sind 2 Gänge in diesem Bereich, wo die kleinen Critter ihr Unwesen treiben. Das finde ich sehr, sehr gut. Also es soll bedeuten, viel, 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 viel Erkundungspotenzial für die nächste Session Kingsfield 4. Ich nutze die Gelegenheit, um hier nochmal speichern zu gehen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch gleich schon aus der Regie das Kommando bekommen, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Noch 5 Minuten. Da gehe ich doch nochmal. Ja, komm.
Was soll der Geist? Dann nehmen wir noch einen anderen Gang hier. 5 Minuten. Ist ja, glaube ich, das halbe Spiel durchgezockt in 5 Minuten. So, vielleicht können wir noch einen anderen Gang hier schnell abmauscheln. Eine sehr erfolgreiche Session. Das gefällt mir immer sehr gut, wenn wir auch hier im Gegensatz zum letzten Mal eben die Sendung beschließen können und genau wissen, was wir in der nächsten Sendung zu tun haben. Und nicht so, oh ja, mal gucken, ich hoffe, wir finden die Lösung im Netz. So. Nein. Okay, mit dem richtigen Timing kann man sie fertig machen, ohne getroffen zu werden. Das war jetzt noch nicht das richtige Timing. Wir arbeiten dran. Oh. Wer hätte gedacht, dass die FromSoft-Entwickler hier doch so viel Dynamik reinbringen? Oder so viel Varianz? Ich bin gerade zumindest... Oh, guck dir das an! War ja irgendwie klar. Weil auch der schwächste Angriff reicht zum Glück dafür aus. Oh, guck dir das an. Und noch neues Equipment haben wir hier. Und da ist noch ein Heilkraut. Das gefällt mir sehr gut. So, noch den anderen Teil der Höhle. Die warten auf ihren Einsatz. Auch der schwächste Angriff reicht, den Gegner, also den Angriff des Gegners, zu unterbrechen. Das finde ich gut. Und jetzt werde ich, glaube ich, noch zum fulminanten Finale dieses Tages nochmal die neu gewonnene Erdmagie, die ich mir eben aktiviert habe, die ich aber noch gar nicht benutzt habe, einsetzen. Was machst du? Oh, nicht schlecht. Wunderschön. So, schnell nochmal ein Kraut eingeworfen. Hier ist wieder so ein Tau-Ding, ne? Aber da ist nichts drauf. Stand aus Tautropfen. Das ist wohl eher Stand für Tautropfen. Oder so ein Altar. So ein. Ja, ist halt nochmal in der Kirche, wo man sich am Anfang das Wasser holen kann. Irgendwie so ein Becken halt. So, oh, hier kann man ja noch richtig ernten, wo man nicht gesät hat. Eine neue Rüstung, komm. Legen wir das doch nochmal alles an. Wir haben es doch. Wir haben es doch, meine lieben Freunde. Was für ein höhepunktreicher Zock. Kettenhemd, das ist, tut mir leid. Oh, Kavalierplatte, das klingt gut. Und sie ist aber auch extrem schwer. Gegen Stich und Schlag besser, aber gegen Hieb schlechter. Aber auch nur 3. Das ist es mir wert, zumal das Ding extrem geil aussieht. So, und jetzt noch schnell die Gamaschen. Stahlstiefel, die habe ich auch an. Das habe ich jetzt eben gefunden. Beinschutz, einfacher Beinschutz, besser als nichts. Nö, den wollen wir nicht. Was war das denn, was wir eben gefunden haben? Diese Sandaletten, nenne ich sie jetzt mal. Ich glaube, das war schon das. Ich sage jetzt einfach mal, dass es falsch übersetzt ist. Wir kommen langsam zum Ende, lieber Steffen. Ja, das werden wir tun. Jetzt! Also nichts mit langsam. Ich werde mich jetzt noch zum Speicherpunkt begeben. Noch diesen Critter fertig machen. Und wir haben jetzt noch Kino Plus natürlich, eine weitere großartige Folge. Kollege Schröckert hat wieder das Beste vom Besten mit Herrn Gade und Herrn Bade in diesem Falle wieder. Und ich muss jetzt gucken, dass ich bei der Abmoderation nicht noch richtig aufs Maul bekomme. Soll heißen, für alle Kinointeressierten und solche, die es werden wollen, eine Sendung, die natürlich keinerlei Vorstellung eigentlich mehr bedarf. Nichtsdestoweniger, hoffentlich bleibt ihr dran. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich mache jetzt noch diesen anderen Gang, da wird nichts Wichtiges sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge und gucken, was uns der Blimp für einen Weg freigeräumt hat. Denn der Kaplan und alles Mögliche wartet ja noch auf uns. Also, das Abenteuer Kingsfield 4 ist noch lange nicht zu Ende. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. In diesem Sinne, bis später.